o krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca. Błogosławionaś Ty, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Papst Johannes Paul II. Lässt im Jahr 1999 eine neue Fassung des Exorzismusrituals veröffentlichen. Gegen Reformbemühungen, von einer Liturgie zur Befreiung vom Bösen zu sprechen, wird wieder das Wort Exorzismus verwendet. In Polen, dem Heimatland des 2005 verstorbenen Pontifex, ist es mittlerweile zu einem regelrechten Exorzismus-Boom gekommen. Im ganzen Land werden Befreiungsgottesdienste abgehalten, um angeblich vom Teufel besessenen Menschen zu helfen. Rund 130 Priester sind ganz offiziell von der katholischen Kirche ermächtigt worden, das Exorzismusritual durchzuführen. Hauptsächlich an Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Wir stellen drei junge Polinnen vor, die sich vom Teufel besessen glauben und daher Hilfe bei Exorzisten suchen. Was ist das, Besessenheit? Wie funktioniert das? Stanisław Radon ist Psychotherapeut. Ich forsche schon seit vielen Jahren auf diesem Gebiet. Anfangs mehr als Teilnehmer der Beobachter. Als Beobachter von verschiedenen religiösen Ereignissen. Radon ist auch katholischer Priester. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen glaubt er nicht, dass Menschen, die sich ungewöhnlich und befremdlich verhalten, vom Teufel besessen sind. Daher würde er nie einen Exorzismus durchführen. Nicht alle Menschen, die sich für besessen halten, gehen persönlich zu einem kirchlichen Exorzisten. Manche suchen die Befreiung vom Bösen einfach via Computer. Die 30-jährige Carolina verfolgt einen Befreiungsgottesdienst im Internet. Vor kurzem hat sie festgestellt, dass sie sich erotisch zu Frauen hingezogen fühlt. Für sie als gläubige Katholikin ist das ein Zeichen, dass sie vom Teufel besessen sein muss. Ich habe mehrmals an Vater Daniels Befreiungsgottesdiensten teilgenommen. Dabei ist es völlig egal, ob ich persönlich dabei bin oder das Ritual via Internet verfolge. Dort erlebe ich die Geborgenheit im Heiligen Geist. Wissen Sie, was ich damit meine? Das ist, wenn der Heilige Geist auf dich herabkommt. Du bist so überwältigt, dass du zu Boden fällst. Ich muss nach Lublin gehen. Ich weiß nicht, ob Sie das Odwaga Center kennen. Dort heilt man Menschen von ihrer Homosexualität. Das Odwaga Center, auf Deutsch Mutzentrum, wurde im Jahr 2007 gegründet. Hier finden Homosexuelle pastoralen Beistand und Therapie. Ich habe einen Termin bei Krzysztof.
Um ehrlich zu sein, meine Homosexualität ist noch immer vorhanden, aber es gibt schon eine Besserung. Ich möchte aber herausfinden, ob es ein psychologisches oder ein spirituelles Problem ist. Schwester Rosa ist eine enge Freundin. Ich kenne sie schon sehr lange. Ich bin ihr auf mütterliche Weise sehr verbunden. Aber auch als Frau fühle ich mich eindeutig zu ihr hingezogen. Ihr Anblick, ihre Anwesenheit erregen mich sexuell. Mir scheint, es reicht Ihnen jetzt. Denken Sie, dass Exorzismus Ihnen helfen kann? Ja. Das alles ist sehr schwierig. Ihr Leben ist durch Ihre Besessenheit sehr kompliziert geworden. Aber es sind noch genügend positive Elemente in Ihnen vorhanden, denn nur die ermöglichen Ihnen, hierher zu uns zu kommen, zu beten und die Messe zu besuchen. Die Tatsache, dass du gewisse Neigungen hast, weist darauf hin, dass du vom Teufel besessen bist. Wieder von ihm freizukommen, das ist ein langwieriger Prozess. Du weißt das vielleicht nicht, aber du brauchst sehr viel Selbstdisziplin, um diesen Kampf zu gewinnen. Der Teufel wird dich auf verschiedene Art in Versuchung führen, durch seltsame Gedanken, durch Menschen. Er wird alles versuchen, um seinen Einfluss auf dich zu behalten. Katarzyna Welk ist überzeugte Katholikin und will vermeintlich Besessene wieder zu Gott zurückführen. Gemeinsam mit Carolina fährt sie zu einem Befreiungsgottesdienst. Menschen, die besessen sind, können plötzlich in fremden Sprachen reden und schreiben, obwohl sie das nie gelernt haben. Ganz von alleine, automatisch. Der Teufel bedient sich ihrer Körper. Sehr oft nutzen auch Sekten wie die Hare Krishnas oder die Satanisten dieses automatische Schreiben. Auf Versammlungen verabreichen sie ihren Mitgliedern oft auch psychoaktive Drogen oder hypnotisieren sie. Katarzyna Welk habe ich durch Schwester Rose kennengelernt. Sie hat mir vorgeschlagen, dass ich mich vor allem auf spirituelle Aspekte konzentrieren solle, denn meine Probleme sind eher spirituell, denn psychologisch. Psychologicznie, ale duchowo. Za Tobą, Duchu Święty, a teraz wszyscy. Nun lasset uns in Zungen reden, denn mit der Taufe erhalten wir diese Gabe. Lasset uns beten, gemeinsam im Heiligen Geist. Satan scheint in Polen überall präsent. Angeblich gelingt es ihm sogar, in die Häuser der frömmsten Menschen einzudringen. Die gravierende Persönlichkeitsveränderung ihrer Tochter konnten sich Baschas Eltern nur durch Besessenheit erklären. Das Mädchen ist bereits einige Male exorziert worden. Geholfen hat es ihr nicht. Schläfst du? Möchtest du Tee? Ja. Welchen? Kräutertee vielleicht? Ja. Bascha ist heute mit starken Kopfschmerzen wach geworden. Nic na ciepło nie ma? Unter den wachsamen Augen der Familie nimmt sie ihr Frühstück an. Ich bin ein logisch denkender Mensch, ein Rationalist. Aber was ich bei meiner Tochter beobachtet habe, das kann ich einfach nicht begreifen. Es hat mit meiner Auffassung von Realität absolut nichts zu tun. Es ist schlicht und einfach irreal. Man braucht ein paar richtig starke Männer, um ihre Tobsuchtsanfälle unter Kontrolle zu bringen. Ein gesundes, vernünftiges Mädchen, das total ausflippt.
War die Nacht ruhig oder hast du wieder nicht schlafen können? Sie hatte wieder Albträume, so wie immer. Ich habe nach ihr geschaut, da hat sie gerade gedöst. Ich habe geträumt, dass ich nicht zur Messe gegangen bin und dass eine Horde schwarzer Menschen plötzlich auf mich zugelaufen ist. Sie haben wie Dämonen ausgesehen. Ich bin schweißnass aufgewacht. Als ich herangekommen bin, hat sie sich wieder beruhigt. Ich habe bitterlich geweint. Es war ein schreckliches Gefühl, ich war total schockiert. Meine erste Reaktion war, ich muss einen Exorzisten finden. Es muss ja einen Priester geben, der sich um solche Fälle kümmert. Nach 2 oder 3 Besuchen sollten ihre Anfälle wieder verschwinden. Der spirituelle Kampf ist eine Reise, bei der du in immer tiefere Schichten vordringst. Es ist ein schwieriger Prozess, bis du dich endlich losreißen und befreien kannst. Kascha reicht ihrer Schwester ein besonderes Weihwasser, das nur für den Exorzismus bestimmt ist. Es soll sie im Kampf gegen den Dämon unterstützen. Und so ist der Exorzismus vor sich gegangen. Basche ist auf dem Boden gelegen, meine Freunde und ich mussten sie niederhalten. Jeder hat einen Körperteil festgehalten, einen Arm oder ein Bein, weil in ihr die Kraft des Bösen war. Schrei, wenn er dich wieder attackiert. Ist du in Ordnung? Schau mich an. Okay, du kannst jetzt zu Bett gehen. Manchmal sieht Basha ringsum bedrohliche Augen und an der Wand stehende Engel. Aber sie ist nicht imstande, die Engel um Hilfe zu bitten. Die bösen Geister lassen es nicht zu. Sie blockieren sie völlig. Das ist die Realität. Wir müssen damit zurechtkommen. Wir können nicht einfach sagen, das liegt an unserer Erziehung. Oder es handelt sich bei diesen Anfällen um ein gesundheitliches Problem. Wird ihr Zustand besser oder schlechter? Ihr Zustand wird immer schlechter. Wir haben es mit einem Wesen zu tun, das unbeschreiblich bösartig ist. Dieses Wesen will ihr Leben nicht angenehmer machen. Es will, dass sich unsere Tochter selbst zerstört. Von Tag zu Tag geht es mir schlechter. Keine Besserung. Warum? Streitet ihr? Ja, wir streiten. Am Anfang noch relativ harmlos, aber dann endet es in einem wilden Kampf. Ein hitziger Meinungsaustausch. Und das war's dann. Gehen wir, mir wird kalt. Schaffst du das? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Versuchen wir's. Mhm. Ganz ruhig, so wie wir das immer machen, okay? Die 17-jährige Agnieszka wollte plötzlich nicht mehr in die Kirche gehen. Für ihre Eltern und ihren Seelsorger ein Hinweis, dass sie besessen sein muss. Der Dämon, der sie peinigt, soll verschwinden. Doch der denkt nicht daran. Bist du in der Lage, Jesus zu empfangen? Am Abend. Jetzt schaffst du es nicht? Kann ich am Abend kommen? Jetzt nicht? Nein.
Warum? Was ist, wenn ich außer Kontrolle gerate? Wenn ich sie attackiere, zu schreien beginne? Es sind ja auch noch andere Menschen. Ja, die Messe fängt gleich an. Besser dann, wenn keine Menschen da sind. Eine Nonne ist zu uns nach Hause gekommen und hat uns gesagt, dass mit Agnieszka etwas nicht stimmt, dass sie wahrscheinlich vom Teufel besessen ist. Sie ist gekommen und hat uns Sachen erzählt, die kein vernünftiger Katholik verstehen kann. Es war sehr, sehr hart für uns. Wir beide kommen aus streng gläubigen Familien und wir versuchen, unsere Kinder auch in diesem Sinne zu erziehen. Wir konnten das einfach nicht glauben, denn Agnieszka hatte nie solche Anfälle, weder zu Hause noch in der Schule. Anfangs hat uns die Nonne nur angerufen. Dann ist sie auch zu uns nach Hause gekommen, unter dem Vorwand, dass sie herausfinden möchte, warum Agnieszka besessen ist. Sie hat dauernd Fragen gestellt. Ist sie ein unerwünschtes Kind? Ist sie außerehelich? Sie versuchte mit ihren Fragen Zwietracht in unserer Familie zu sehen. Sie äußerte Unterstellungen und Verdächtigungen. Wer ist schuld? Wie hat das alles angefangen? Wir wollten uns von ihr distanzieren, aber dann fingen Agnieszkas Probleme in der Schule an. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, na moją pamiątkę. Der Priester wurde von Schwester Avila enorm unter Druck gesetzt. Er hat alles gemacht, was sie ihm gesagt hat. Meine Frau schrieb an die Schule, dass unsere Tochter vom Religionsunterricht befreit werden soll. Der Priester hat den Brief vor versammelter Klasse zerrissen und gesagt, dass sie weiterhin am Religionsunterricht teilnehmen muss. Mein Mann und ich haben sehr lange darüber nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, versuchen wir es. Gehen wir zu einem Exorzisten, mal sehen, was passiert. In Polen haben sich hunderte katholische Priester zum Exorzisten ausbilden lassen. Einer der bekanntesten ist Vater Kowalczyk. Als ich mit meinen eigenen Augen sehen musste, wie Menschen vom Teufel gequält werden, habe ich beschlossen, ihnen zu helfen. Magenschmerzen, Migräne oder Ängste. Die Ärzte wissen nicht, was den Leuten fehlt und verschreiben ihnen verschiedene Medikamente. Nichts hilft. Und dann kommen die Menschen zu uns und bitten uns um Hilfe. Vielleicht ist ja der Teufel schuld daran. Das Mittel unserer Wahl ist Weihwasser, Exorzismuswasser. Wenn wir die Besessenen damit besprengen, dann brüllen sie wild herum und versuchen es wegzuwischen. Agnieszka hat schon einen Exorzismus hinter sich. Sie weiß, was sie nun erwartet. Wir gingen ein paar Mal mit Agnieszka zu Vater Kowalczyk. Denn leider ist das, was wir absolut nicht für möglich gehalten haben, tatsächlich eingetreten. Maciej Milewski ist Exorzist aus der Diözese Bydgoszcz. Für ihn ist der Bedarf an Teufelsaustreibungen enorm gewachsen. Um das Böse wirksam zu bekämpfen, muss er körperlich fit sein. Ich versuche, mich sportlich zu betätigen, nicht nur vor dem Fernseher sitzen oder lesen. Ich fühle mich besser und werde auch stärker dadurch. Ich werde gelenkiger und beweglicher. Und ich entwickle auch mehr spirituelle Energie. Manchmal muss man Besessene mit Gewalt festhalten, denn es besteht die Gefahr, dass sie sich selbst verletzen, wenn sie mit ihren Köpfen immer wieder gegen die Wand schlagen oder wenn sie sich die Haut blutig kratzen oder sich die Haare ausreißen. Musik
Chmielewski kennt seinen Feind. Er hält oft Vorträge über Exorzismus und böse Geister. Dämonen ahmen gerne Tierlaute nach. Der Teufel klingt wie ein brüllender Löwe oder wie ein heulender Wolf. Und dann steigert sich das Wolfsgeheul zum Gebrüll. Vater Chmielewski unterrichtet Religion in einer Grundschule. Der Teufel flößt uns Angst ein, denn er hebt seinen Kopf hoch, zischt und zeigt uns seine Zähne. Und jeder Mensch hat Angst vor einer solchen Schlange. Was hat Gott gesagt? Was passiert, wenn du den Apfel isst? Głośno. Sie werden sterben, das stimmt. Ihr wisst ja, warum er so böse ist. Er ist ein Lügner. Der Teufel ist ein schlimmer Feind. Der möchte, dass ihr ein verlassener und vergessener Garten werdet, ein Ödland, in dem nur noch Unkraut wuchert. Ich habe euch etwas mitgebracht. Nägel, Schrauben und Stifte, die eine besessene Person ausgespuckt hat, aus dem Mund. Die Gläubigen waren schockiert. Ein Mensch, der neben ihnen in der Kirchenbank sitzt, beginnt plötzlich Nägel auszuspucken. Das war deutlich zu sehen. Wir ängstigen uns und deshalb werden wir sehr aggressiv. Wenn kein Friede in uns ist, dann gibt es keine Freude und keine Sanftmut. Wir beginnen zu brüllen. Dominika Skrokwolska, Fachärztin für Psychiatrie, glaubt an Besessenheit. Willkommen bei unserer Sendung. Bei uns im Studio Frau Dr. Dominika Skrokwolska, Psychiaterin und Neurologin, die auch mit Exorzisten zusammenarbeitet. Sie ist in einer psychiatrischen Klinik in Swierdł tätig. Guten Abend. Guten Abend. Ist es einfach, zwischen psychischen Problemen, also psychischen Krankheiten und Besessenheit zu unterscheiden? Ich denke, es ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig, denn oft tritt beides gleichzeitig auf. Wir haben bei uns in der Klinik eine Patientin, die gleichzeitig schizophren und besessen ist. Sie unterzieht sich jetzt einem Exorzismus. In meiner Klinik zeigte sie zweimal alle Anzeichen von Besessenheit, jedes Mal circa 20 Minuten lang. Fangen wir mit unserer Visite an. Guten Morgen. Ein Exorzist kam zu uns und fragte, ob wir mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und so begann mein Abenteuer, meine Beschäftigung mit Besessenheit und Exorzismus. Wie geht es ihm? Schläft er noch immer? Hat er heute etwas gegessen? Ich mache nicht gern Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Darum habe ich mein Wissen über Exorzismus und böse Geister erweitert und darüber, wie man besessenen Menschen helfen kann. Ich achte besonders auf die sogenannte nonverbale Kommunikation, wie sich der Patient verhält. Sind die Stimmen wieder verschwunden? Ich höre keine Stimmen mehr, aber es geht mir schlecht. Sie fühlen sich immer noch verfolgt. Gibt es bestimmte soziale Gruppen oder Berufsgruppen, die besonders anfällig für Besessenheit sind? Ja, Menschen, die in psychiatrischen Kliniken arbeiten, Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzte. Denn dorthin kommen ja Menschen, die vielleicht gar nicht psychisch krank sind, sondern einfach vom Teufel besessen. Massenkommunion mit Vater Bashabora im Nationalstadion. Ist ein solches Spektakel sinnvoll? Ich habe gehört, dass sich dort das Böse manifestiert haben soll. Vater Bashaboras Gebete sind so großartig, dass sich wahre Wunder ereignen. Doch wenn sich Menschen wieder zum Glauben hinwenden, wird der Teufel zornig und tobt in den besessenen Menschen. Thank you.
John Bashabora ist ein berühmter Exorzist, der die Massen anzieht. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das höchste Stadium der Versklavung durch den Teufel ist die Besessenheit, wenn der böse Geist in den menschlichen Körper eindringt. Besessene Personen müssen von einem Exorzisten behandelt werden. Du spürst ein Würgen in deiner Brust. Öffne deinen Mund und lasse den Teufel heraus. Wir widersetzen uns dem Geist der Selbsttötung. Du hast keine Macht mehr über die Kinder Gottes. Du bist besiegt. Willkommen in unserem Seminar über die Psychologie des Gebets. Heute beginnt der zweite Teil der Lehrveranstaltung: dämonische Besessenheit und Gebete beim Exorzismus. Wir betrachten dieses Phänomen von einem psychologischen Standpunkt aus. Unser heutiger Gast ist Vater Stanisław Radon. Er hilft Menschen, die fürchten, dass sie besessen sind. Um uns seine Arbeit zu präsentieren, hat er einiges an Anschauungsmaterial für uns mitgebracht. Zapraszam zatem do oglądnięcia pierwszego z materiałów. Er tut mir weh. Entweder schlägt er oder wirkt er mich oder er macht hier im Zimmer Lärm. Er schmeißt Gegenstände herum und dreht das Licht auf. Und dann gibt es Augenblicke, in denen Bilder vor meinen Augen auftauchen. Schreckliche Bilder, dass meine Angehörigen abgeschlachtet worden sind und tot herumliegen. Ich wollte zu einem Psychologen oder Psychiater gehen. Aber dann habe ich beschlossen, mich Vater Kowalczyk anzuvertrauen. Er sagte mir, es hätte gar keinen Sinn, zu Ärzten zu gehen. Die würden mich nur mit Medikamenten vollpumpen. Ich könnte auf dem Friedhof landen. Seit mehr als 50 Jahren arbeite ich als Psychiater. Primär befasse ich mich mit neurotischen Störungen. Das Mädchen durchlebt einen gewaltigen Konflikt zwischen ihrer religiösen Erziehung und gewissen Erfahrungen, die ihr die weitere Religionsausübung unmöglich machen. Ihren Glauben hat sie aber trotzdem behalten. Was da passiert ist, weist alle Anzeichen von Missbrauch auf. Das ist eine typische Situation, die zu schweren neurotischen Störungen führt. Sie braucht dringend Therapie. Kann ein Exorzismus eine Form von Therapie sein? Nun, er kann Erleichterung bringen, aber er kann das Problem nicht lösen. Denn ein Exorzismus verfestigt nur die Überzeugung, dass man im Würgegriff des Teufels ist und dass man vor ihm fliehen muss. Nachher fühle ich mich erleichtert, so als ob eine schwere Last von mir abgefallen wäre. Dieses Gefühl hält einen Tag an, eine Nacht und vielleicht noch einen Tag, nicht länger. Dann kehrt der Teufel zurück. Das Ritual des Exorzismus hilft nicht wirklich, aber vielleicht befriedigt es das unbewusste Verlangen nach Befreiung vom Teufel. Man könnte fragen, ob der Exorzismus, den religiöse Bewegungen innerhalb des Katholizismus, des Protestantismus und der Pfingstkirchen durchführen, überhaupt erlaubt ist. Die katholische Welt ist sehr groß. Sie umfasst die ganze Erde. Mehr als 2 Milliarden Menschen bekennen sich zu den unterschiedlichen Strömungen des Christentums.
Für einen Kulturhistoriker ist es schön, wenn sich Religion und Kultur miteinander verbinden. Es gibt dann eine Verschmelzung zwischen der angestammten Kultur und dem, was die neue Religion in eine Region einbringt. Im 20. Jahrhundert durchlebte die afroamerikanische Bevölkerung der USA ein religiöses Erwachen, als sie sehr ekstatische Stellen des Neuen Testaments für sich entdeckte. Die Pfingstkirchen entstanden. Wenn ein guter oder böser Geist in einem Menschen wirkt, muss das zu erkennen sein. Die Pfingstkirchen hatten im 20. Jahrhundert den größten Mitgliederzuwachs von allen christlichen Kirchen. Plötzlich hatte ich ein kathartisches Erlebnis. Mir wurde klar, es gibt Unmengen von Menschen, die Hilfe brauchen, weil sie von einem unreinen Geist gepeinigt werden. Ich wende viel Zeit auf, den Menschen spirituell beizustehen, damit sie sich vom Teufel befreien können. Wyjdziesz z niego. W imieniu Jezusa puścisz go, słabniesz. Całkowicie odbieram ci autorytet, nienawiść. Wyjdź. Puść moje ciało. Przytrzymaj go lekko. W imieniu Jezusa. Puść go! Wyjdź z niego! Przyszybcie go! Puść jego ciało! Przytrzymaj go! Puść jego ciało! Przemoc! Łamię twoją moc! Agresja! Nie używaj jego rąk, duchu nieczysty! Agresja, wyjdź teraz! Idzie ci dobrze, Michał. Walcz, Michał. Michael, deine Sünden sind dir vergeben. Ich befehle diesem unreinen Geist, dass er mich verlassen soll. Im Namen Jesu Christi, kämpfe. Ich kann nicht. Kämpfe an gegen die Gewalt, gegen den Hass und bekenne, dass dich Gott liebt, dich angenommen und von deinen Sünden befreit hat. Das ist ein Schutzschild gegen die Rückkehr des Dämons. Hast du mich verstanden? Nicht ganz. Umarme mich. Gott segne dich. Bei solchen Veranstaltungen passiert es, dass Menschen in Zungen sprechen. Es gibt Prophezeiungen, Heilungen, Merkmale intensiver Religiosität. Wie wir eben gesehen haben. Im Zeitalter der Aufklärung hörten die Leute auf, an den Teufel zu glauben. Und damit ging natürlich auch die Anzahl der Exorzismen zurück. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts stieg sie aber wieder an. Das ist sehr interessant, denn man fragt sich ja, was wohl der Grund dafür sein mag. Warum finden jetzt immer mehr Exorzismen statt? Eine mögliche Antwort wäre vielleicht die Ausbreitung der Pfingstkirchen. Für mich war es interessant, dass die charismatischen Erneuerungsbewegungen faktisch nichts anderes sind als Pfingstkirchen innerhalb der katholischen Kirche. Die Kirche hat diese Tradition wie ein Schwamm aufgesaugt. Viele Menschen werden wieder zu einem Exorzisten gebracht, anstatt zu einem Psychiater. Und der Exorzist verbietet ihnen, einen Psychiater aufzusuchen. Genau das passiert jetzt in Polen. Dem Klerus ist durchaus bewusst, dass viele der angeblich Besessenen schlicht und einfach psychisch krank sind. Zdrowaś Maria, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Carolina will ihre Homosexualität ein für alle Mal loswerden.
Ich möchte endlich davon befreit werden. Ich denke darüber nach, was mir Schwester Rose gesagt hat. Sie hat gesagt, dass ich regelmäßig Kontakt mit einem Priester brauche, der mich in meinem Befreiungskampf bestärkt. Daher sucht sie Hilfe bei einem Exorzisten. Hast du irgendwelche Versprechen gemacht, Gelübde abgelegt? Hast du irgendeinen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Einmal habe ich ein Hexenbrett verwendet, ohne zu wissen, was das ist. Und eine Freundin hat eine Wahrsagerin eingeladen. Ja, ich hatte Kontakt mit Okkultismus, aber ich habe nie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, narodził się z Maryi Panny, bądźcie potomstwem Boga, krzyżowam i pogrzebion, wstąpił do pleca, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Pana Ojca. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Karolina hofft, dass sie von ihrer Besessenheit geheilt werden kann. Okulary wzięła pani. Okulary? Aha. Proszę bardzo. Was ist während des Gebets passiert? Nun, um ehrlich zu sein, ich bin nicht überzeugt, dass es ausschließlich eine Manifestation des Bösen war. Da war auch eine gewisse neurotische Komponente vorhanden. Vater Maciej schlägt vor, dass du weiterhin Kontakt zu einem Priester hältst, um bei ihm zu beichten und mit ihm zu beten. Du brauchst spirituelle Begleitung. Aber auch Psychotherapie empfehlen wir dir dringend. Was du damit machst, ist jetzt deine Sache. Ende der Geschichte. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich bin nicht ganz überzeugt, es tut mir leid, vielleicht ist es... Kein Problem. Mein Stolz. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber ich bin nicht überzeugt. Ich empfehle dir eine intensive Psychotherapie, um herauszufinden, was mit dir passiert ist. Kascha wird gemeinsam mit ihrer Schwester Bascha an einem Befreiungsgottesdienst teilnehmen, den Vater Daniel, ein Priester der katholischen charismatischen Erneuerung, zelebriert. Mit großen Erwartungen fahren sie zum Versammlungsort. Werden Sie mich aus dem Auto heraustragen? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ich hoffe, dass Leute von der Gemeinschaft hier am Parkplatz sind. Solche, die groß und stark sind. Ja, solange sich niemand von den kirchlichen Sicherheitsleuten an mich heranmacht. Egal, was Sie darüber denken, für uns sind das wunderbare Momente. In unserer Familie waren wir uns noch nie so nahe. Wir gehen gemeinsam zu Versammlungen. Bei uns daheim war es früher total anders. Dobra, dobra.
Das Schlimmste an diesen katholischen Bewegungen ist, dass sie Suggestivfragen stellen. Wer von euch gesündigt hat, der hebe die Hand. Das ganze Theater geht so lange weiter, bis jeder in Ekstase gefallen ist. Meine Hypothese ist, dass Pascha an Angst- und Zwangsstörungen leidet. Diese Störungen beherrschen sie völlig. Irgendjemand gibt ihr ein Zeichen. Sie sieht zum Beispiel ein Kreuz oder irgendetwas. Dann ist sie wie aufgedreht und erleidet eine Panikattacke. Przeklinane przez swoich najbliższych, które były przeklinane przez swojego ojca, które były przeklinane przez swoją babcię, teściową. On uwalnia te osoby teraz. Nobe Nicola Mortis Nostra. Amen. Sie versuchen zwar zu helfen, aber nicht richtig. Wenn ein Mensch falsch diagnostiziert und behandelt wird, dann wird seine Störung nur noch schlimmer. Wenn Sie mir Weihwasser zu trinken geben, werde ich es ausspucken, denn ich weiß ja, dass Sie mich für besessen halten. Also muss ich es tun. Als ich zum ersten Mal mit Agnieszka bei Vater Kowalczyk war, brauchte ich fast eine Woche, bis ich mich von dem Schock wieder erholt habe. Ich gehe zur Kirche, aber es fällt mir schwer zu beantworten, ob Gott existiert. Wer regiert die Welt? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Die gezeigten Fälle von angeblicher Besessenheit bestärken Vater Radon in seiner skeptischen Haltung. Derzeit befasst er sich mit psychologischer Fachliteratur als Vorbereitung für eine Studie über Exorzismus. Besessenheit gleicht einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung oder Schizophrenie. Auch Epilepsie ist ähnlich und das Tourette-Syndrom. Daran Leidende schimpfen dauernd und sie fluchen. Was für ein Syndrom? Tourette. Ist das eine Krankheit? Ja. Oh Gott, es ist Besessenheit. Ja, das glauben die meisten. Sie halten das für Besessenheit. Diese ganzen Symptome, die diese Menschen aufweisen, sie sind einfach Symptome ihrer Krankheit?
Ja, Symptome ihrer Krankheit. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen, die zu Gebetstreffen oder zu Exorzisten gehen, einfach an Hysterie leiden. Ein Hysteriker ist ein Mensch, der Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Gibt es auch Fälle von echter Besessenheit? Denn manche Menschen sind ja besessen, nicht wahr? Nein. Wie ist das möglich? Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass ich noch nie einen Besessenen getroffen habe und vermutlich auch keiner der Exorzisten, die ich kenne. Es gibt aber viele Traditionen rund um Besessenheit in der katholischen Kirche und in anderen Religionen. Wenn Besessenheit tatsächlich vorkommen sollte, dann extrem selten. Sie sind überzeugt, dass es Besessenheit gar nicht gibt? Ja, sie existiert nicht. Warum habe ich mich dann jahrelang dieser Therapie unterzogen? Wenigstens kostenlos? Nein. In seiner Studie Besessenheit unter dem Gesichtspunkt neurologischer und anthropologischer Untersuchungen kritisiert Stanisław Radon auch die wohlwollende Haltung der Kirche zum Exorzismus. Einigt er dich schon wieder? Immer noch? Bascha nimmt regelmäßig an Gebetstreffen und Befreiungsgottesdiensten teil. Ihr Zustand hat sich dennoch nicht gebessert. Nimm einen Schluck. Das tut dir gut. Bitte nimm einen Schluck. Nein, das ist nicht genug. Trink bitte mehr. Du hast nicht geschluckt. Du musst dich zwingen, alles hinunterzuschlucken. Alles. Passt auf sie auf. Jesus ist unser Herr. Agnieszka hat sich 3 Jahre lang immer wieder Exorzismen unterzogen. Als sie sich in einen jungen Mann verliebt, kommt sie zur Überzeugung, dass sie dieses Ritual nicht mehr braucht. Die gezeigten Beispiele sind keine Einzelfälle in Polen. Hunderte von Ängsten und Wahnvorstellungen gequälte Menschen misstrauen der Medizin und suchen bei Exorzisten Erlösung von ihrer angeblichen Besessenheit.